Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pein. Ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her. Ich hoffe, wir kommen hier wieder in die Story rein. Huch, sie muss wohl mit Hilfe eines Hüpfbräu geklettert und gesprungen sein. Das muss ein ziemlicher Anblick sein. Ja, da müssen wir scheinbar hoch. Oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr warum. Wir können ein Hüpfbräu nehmen. Haben wir dabei, das weiß ich. Oh Gott, lass mich bloß in Ruhe. Ah. Ja, ich hänge fest. Das ist ja wunderbar. Ich kann nichts machen. Also ich drücke gerade springen und so. Okay, jetzt geht's wieder komischerweise. Ich habe gerade ganz oft die Sprungtaste gedrückt und es hat nichts getan. Komme ich da? Doch, ich komme ja auch so hoch, oder? Ich würde es gerne erstmal so probieren, bevor ich so ein Hüpf. Na, hier vielleicht doch lieber. So, dann gucken wir mal. Hüpfbräu. Können die hochschießen? Ich hoffe nicht. Lasst mich bloß in Ruhe. Aua! Hui! Okay. Das macht Laune. Nein! Aua. Na toll, das Ding hält nicht ewig. Oha. Kann ich denn da. Aua. Na, das war jetzt nicht so gut. Ich hätte die vielleicht doch erst töten sollen. Nein, jetzt ist er nicht gesprungen, weil er gegessen hat, der Penner. Entschuldigung. Hä, wie soll ich denn da hochkommen? Wenn der hier runterfällt? Ah, guck mal. Ich kann es mit dem Springen überhaupt nicht einschätzen. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ja, doch. Ja. Oh nö, das. Hä? Wie? Was? Ich weiß nicht, wie ich da. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Jump'n'Run bei dem Spiel ja gar nicht meins. Also hier zumindest nicht. Da man immer so gerne irgendwo runtergleitet. Okay. Da hinten ist irgendwas. Wie auch immer da das von hier sieht, es ist eine Höhle, das scheint wichtig zu sein. Ich sollte es den Tambas berichten. Zuerst mal, wie komme ich da runter? Vielleicht kann ich in dieser Pfütze da landen. Bist du hochgekommen? Wissen über den Irrtum. Ach so. Die Golladigak waren diejenigen, die einen sicheren Ort finden sollten, wo man sich über die nächsten Schritte beraten konnte. Ja, damit war es das auch. Wo ist jetzt hier die Pfütze? Da. Hier. Oh Gott, drei Stück von denen. Na, da will ich ja jetzt unbedingt runterspringen. Ich warte vielleicht mal, bis die weg sind. Ist vielleicht besser. Haben wir das Hüpfbräu tatsächlich mal gebraucht? Auch gut. Ach, was ist denn da? Ist das ein Dorf? Guck mal, habe ich sogar mal. Ach, das war mit den Ferngläsern natürlich. Ob ich da jetzt was machen kann mit meinem Ding hier rechts unten? Da muss ich ja gleich mal nochmal gucken. Vielleicht kommen wir da jetzt schon weiter. Stimmt, ich kann mich erinnern. Ist schon eine Weile her. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch. Ja, nein. Na, vielleicht. Nein, nee. Hier ist leider keine Pfütze. Also das Ding da. Kann ich hier ganz smooth irgendwo runden? Nee, kann ich nicht. Wo muss ich eigentlich hin? Zu den Tambas sollte ich zurück, ne? Oh Gott, das ist ja wieder. Warum sind hier gerade Fragezeichen? Bin ich mir nicht sicher. Sind überall Fragezeichen gerade. Ach, jetzt kann ich hierher reisen. Ach, na wunderbar. Hier nicht. Warum kann ich hier hinreisen und da nicht? Naja. Gut, wo waren die Tambas nochmal? Oh Gott, wo ist denn euer Wohnsitz? Ich habe die Quest nicht. Okay, Entschuldigung. Aber dann sollten wir erstmal, will ich erstmal Sabas Gold nochmal fertig machen, bevor ich jetzt zu den Tambas renne. Ist wahrscheinlich auch so gedacht, dass wir das erstmal fertig machen. Wo war das? Das war auch nicht so nah dran hier. War das nicht? Ja, hier unten. Kann ich hier irgendwo hinreisen? Zu den Littern? Nee, natürlich nicht. Warum sind hier Fragezeichen? Weil ich das Dorf. Habe ich die Dörfer noch nicht gefunden? Deswegen? Mann, hier oben kann ich so schön hinreisen. Ganz ehrlich, dann kann ich. Ja, ob ich jetzt von da dahin renne oder von hier oben. Dann würde ich mir gleich mal das Fragezeichen angucken, was das soll. Ich habe E gedrückt. Was war das Problem? Das war das Problem. Ich habe gedrückt, aber nicht gehalten. Okay. Immer diese Steuerung bei Pein macht mich ein bisschen nervös. Gucken wir mal, warum jetzt hier ein Fragezeichen ausgerechnet ist. Weil wir waren ja schon hier. Ja, jetzt ist das Fragezeichen jetzt weg? Bin mir nicht sicher. Ja, keine Ahnung, was das jetzt. Ach, warum sind jetzt hier Gobbledus? Das war doch Fexelgebiet.
Deswegen vielleicht jetzt Fragezeichen. Ah, weil die nicht wussten, welcher Stamm übernommen hat. Ich verstehe. Aha, deswegen Fragezeichen, weil wir noch nicht wissen, wer da war. Die Gobbledu haben hier tatsächlich die Fechsel vertrieben, wo wir bei der Gruft unten waren. Ach, interessant. Ja, es ist jetzt wieder ein weiter Weg. Das tut mir natürlich leid. Ist jetzt leider so. Müssen wir jetzt mal machen. Auch da hat es gerade ein bisschen gehangen. War ich ein bisschen zu schnell für das Spiel. Aber meistens geht es ja jetzt doch alles schneller, als man denkt immer hier mit dem Wegen. Kann ich eigentlich was Neues herstellen? Ich guck mal kurz. Ich habe ja unterwegs auch mal ein paar Sachen gesammelt. Hier. Schnellreisekit können wir uns machen. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Haben wir noch eins? Nö. Leider keine Ausrüstung, die wir machen können. Na gut. Kann ich das hier mitnehmen? Oh, Morgenheu ist eigentlich immer gut. Ich würde ja fast das Hüpfbräu eigentlich gerne wegschmeißen. Obwohl das jetzt echt nicht so schlecht war. Also eigentlich muss ich ja sagen, das war ganz praktisch für sowas. Vielleicht behalte ich das nochmal. Ist nur die Frage, was schmeiße ich dann weg? Hier, ich drop mal Karant und nehme lieber Morgenheu mit. Können wir sogar mal kurz gucken. Kann ich jetzt was herstellen vielleicht mit dem Morgenheu? Stoff halt, aber sonst nichts. Okay, Stofflappen brauche ich jetzt nicht. Kann ich das hier noch mitnehmen? Ja, wunderbar. Vielleicht können wir nach der Reise ja noch was herstellen, wenn wir noch ein bisschen was mitgenommen haben. Schlüsselgrafit nehme ich auch gerne mit, obwohl ich das Gefühl habe, dass wir nicht mehr so viele Schlüssel brauchen werden. Wie wir hier Schlüsselgrafit zumindest einsammeln. Sag mal. Oh, die mögen uns nicht. Das ist natürlich jetzt auch ganz praktisch, wenn wir da jetzt zu dem Berg wollen. Naja, vielleicht kriegen wir es trotzdem hin. Wir müssen halt das Dorf so ein bisschen umrunden dann. Könnte ein bisschen schwierig werden. Das sehen wir dann gleich. Ich will denen auch nichts tun. Ich will mich nicht noch mehr mit denen befeinden. Ja, dich lasse ich jetzt mal auch in Ruhe, weil ich brauche von denen jetzt auch nichts. Da muss ich jetzt nicht meine Nahrung noch verschwenden dran. Weil wir garantiert verletzt werden würden. Da ich ja jetzt auch nicht eingekämpft bin. Oh, das ist nur so weit. Oh Gott. Mache ich einen Cut? Ja, ganz ehrlich, Leute, ich setze mal kurz einen Cut. Das dauert ja ewig, bis ich da bin. Also bis gleich. So. Und hat es funktioniert mit dem Exhausted? Oha. Okay. Ist das jetzt sowas wie eine Epiphanie? Oder passiert es wirklich? Ach, mein Kopf. Wie geschieht mir? Das weiß ich auch nicht, aber wir sehen etwas und wir sollten ihm folgen. Folge den Irrlichtern. Halluzinieren wir gerade? Boah, aber es ist schon cool gemacht, muss ich sagen. Ja, der Shader hier gerade drauf ist schon schön und auch generell dieses Verwaschen, also dieses, ja, dieses Verschwommene hier gerade, sehr schön gemacht. Komischerweise kann ich trotzdem noch Sachen aufnehmen. Oh, hier sind sogar Sachen, die ich gebrauchen könnte. Das da. Ah nein, ein Wächterabzeichen. Also ganz ehrlich, das muss ich mitnehmen. Also da habe ich gar keine andere Wahl. Ah, das ist zu wertvoll, glaube ich. Dann lasse ich jetzt doch das Hüpfbräu. Das ist mir ein bisschen wichtiger. So, was ist denn hier passiert? Hier gab es schon wieder... Ja, da hinten kämpfen sie schon wieder. Das Gute ist, dass wir die Abzeichen halt sehr gut gebrauchen können. Hallo? Kann ich das Sammlerabzeichen auch nicht mitnehmen? Oh komm, dann mache ich jetzt hier die Salpetersäure oder was das sein soll weg. Nehme ich lieber das Sammlerabzeichen. Ach nee, das geht sogar. Gut, dann kann ich es wieder einpacken. Was liegt denn hier neu? Ich kann es gar nicht sehen. Es leuchtet hier so doll. Trockenton. Das heißt Trockenton. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist echt eine Menge. Konservierungswissen könnten wir vielleicht nochmal brauchen. Überfallfackel. Brauche ich die jetzt unbedingt? Wie stelle ich denn die her? Ganz ehrlich. Es tut mir leid jetzt. Die Unterbrechung ist natürlich ein bisschen doof. Aber das Spiel lässt mir gerade keine Wahl an der Stelle. Ja, also ganz ehrlich. Die können wir so leicht wieder herstellen. Da schmeiße ich jetzt die Überfall... Ach, jetzt komme ich nicht hin. Schmeiße ich die lieber weg und nehme den ganzen Ton hier mit. Nein, den Ton. So, keine Sorge, wir folgen jetzt den Lichtern weiter. Das Tierchen da lasse ich in Ruhe. Ich hoffe, es gibt jetzt keine Unterbrechungen mehr.
Ja, das mit dem Exhausted hat tatsächlich funktioniert. Man muss einfach nur wirklich die Ausdauer da oben, das Blaue mit dem Blitz ganz doll runterbringen. Und das habe ich. Ich war wohl letzte Mal, als ich es versucht hatte, kurz davor und habe dann aufgegeben. War etwas doof gelaufen. Okay, eine Höhle. Wir interagieren. Suche nach Hinweisen auf den Irrtum. Hier sind auch die Litter gewesen. Da haben wir die Flagge. Oder die Schmutzler, wie auch immer man es nennen will. Oh nein, Pfeile. Das bedeutet nichts Gutes. Das bedeutet entweder einen Kampf oder wir müssen auf irgendwas schießen, um weiterzukommen. Hier scheinbar schon. Da hinten. Oh Gott, komme ich da mit der Steinschleuder wahrscheinlich gar nicht hin, ne? Oh doch, warte, könnte klappen. Okay. Muss ich jetzt nochmal? Moment. Dachte, geht von selbst zurück. Okay. Pfeile? Pfeile. Oh, das brauche ich doch gar nicht. Hab doch meine Schleuder. Ich sag natürlich auch nicht nein zu Pfeilen. Können wir ein bisschen Licht machen? Auch schön. Ja, okay. Wir brauchen die Pfeile tatsächlich. Na denn, einmal den Bogen bitte. Hier. Na gut. Über das, was ich als letztes ausrüste. So, und dann. Wie viele sind es denn? Jetzt sehe ich nur zwei erstmal. Ah, Mist. Okay. Muss erstmal wieder reinkommen mit den Pfeilen. Nee. Okay. Lass bitte den anderen da. Oh, oh. Oh, ich muss echt erst reinkommen hier. Was macht der denn? Warum kommt der denn nicht zu uns? Das verwirrt mich gerade sehr, sein Muster. Der interessiert sich gar nicht dafür. Wir beschießen den in einer Tour und dem ist das scheißegal. Hm. Sehr eigenartig. Also, ich meine, ich will mich nicht beschweren. Ganz und gar nicht. Jo, das war's dann mit dem. Okay. Wie gesagt, ich will mich nicht beschweren. Soll er machen. Mal gucken, ob der da auch so ist. Ja, interessiert den auch nicht. Na, so langsam habe ich sie wieder raus mit den Pfeilen. Oh, jetzt hat er mir Angst gemacht, weil er so angerannt kam. Ich werde immer ein bisschen nervös, wenn Gegner auf mich zurennen. Okay, ich wechsle mal die Waffe. Nee, geh weg, geh weg. Oh Gott. Zu spät reagiert. Oh. Jetzt nimm doch mal die Scheiß. Oh, ja, danke. Ja, komm. Okay, war jetzt nicht wunderschön, aber okay. So, was haben wir hier? Eine Fackel und noch. Pfeile wahrscheinlich wieder. Brotweizen. Na ja, gut, Brotweizen brauche ich jetzt gerade nicht, ist aber sehr nett. Könnte man ja essen, im Notfall. Haben jetzt aber zum Glück nicht so viel Schaden genommen. So, Fleisch, das ist wunderbar. Guck mal, hier haben die doch gelebt. Das ist doch hier überall Hütten. Magerjams brauche ich jetzt auch nicht. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Da oben soll ich eigentlich hin. Warte mal. Bevor ich jetzt hier woanders langlatsche, will ich erstmal da oben gucken. Da bin ich jetzt so schön dran vorweggelaufen. Aber ich glaube, hier gibt es kein Rüberkommen mehr. Vielleicht mit dem Hüpfbräu. Bin mir nicht sicher. Was haben wir hier? Nee, ich glaube, ich muss schon dahin, wo gerade die Viecher waren. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Wurde uns das eigentlich mal gesagt, wie die heißen? Der einzige Gegnertyp auf der ganzen Karte? Naja. Weiß ich, verstehe ich auch bis heute nicht, warum man da nicht mehr Gegnertypen gemacht hat und nur die einen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie von der Story her nun mal so ist. Keine Ahnung. Ist hier irgendwo, dass ich es drehen kann? Ich sehe gerade nichts. Ganz schön duster da hinten, aber ich glaube, ich sehe nichts. Vielleicht muss ich das da oben aktivieren, dass sich das für immer dreht. Okay. Wie komme ich da jetzt durch? Muss ich hier diesen Fußtritt machen? Ich weiß nämlich nicht, wie der geht. Das wäre ganz schlecht.
Ach, hier komme ich runter. Nee, das ist wahrscheinlich, wenn ich runter. Nee. Okay. Aha. Okay. Ich verstehe. Hat sich das jetzt nur ein einziges Mal gedreht? Reicht uns das? Oh. Oha. Ich speichere mal. Ich weiß nicht, ob es viel bringt hier drin, aber ich speichere trotzdem. Sabaskold. Oh Gott. Ah! Okay. Ging zum Glück. Okay, also ein bisschen über die Dächer rüber, aber nun? Achso, ich soll da lang. Okay. Verstehe. Spannende Sache hier. Ach nö, ich habe doch gar keine Fackel. Da habe ich wohl irgendwas übersehen. Oder nicht? Hier zwei auf. Komme ich hier wieder zurück? Ja, sehr witzig. Hä? Okay, da hinten, guck mal. Ich soll hier wahrscheinlich wieder hoch, wenn ich ja nicht weiterkomme. Jetzt muss ich nur. Ich will ja keine Pfeile verschwenden, da haben wir so. Spannend hier. Ach nö, nicht schon wieder. Habe ich die Fackel schon irgendwo übersehen? Guck mal, eigentlich soll ich ja dahin. Na ja gut, wir gucken erstmal hier weiter. Ich nehme fast an, die wird hier irgendwann kommen. Pfeil und Bogen wieder nehmen. Kann ich mich hier irgendwie so ganz feige, snipermäßig. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Pfeile. Ach, 11. Okay, nicht viele. Ich hätte vielleicht doch nicht ganz so verschwendisch sein sollen. Es macht auch irgendwie Spaß. Okay, ich lasse ihn jetzt mal kommen und mache das hier mit. Dann habe ich noch ein paar Pfeile für den anderen. Wir haben hier nämlich nicht mehr viele. Na komm her. Ich will den anderen nicht mitpullen. So, jetzt feige von hinten. Oh komm, das schaffst du noch. Oh gut. Hui, da hatte ich jetzt kurz Angst. So, und jetzt holen wir uns den noch ran. Jetzt noch ein und dann lassen wir es. Wie gesagt, sparen. Geh weg. Nee, hör auf, hör auf. Oh Gott, das ist immer, ja, Reaktionszeit. Ich sehe nichts. Au. Oh komm, jetzt hau den noch um. Okay. Zum Glück sehr viel leckeres Essen gedroppt hier in der Höhle. Energized. Sehr schön. Haben wir über eine Standfackel, aber auch keine kleine Fackel. Kommt bestimmt noch. Ich gucke erstmal hier gerade. Da sieht es aus, als wäre da oben was. Ach, guck mal. Ist das nicht von der anderen Seite das Tor vielleicht? Mit Brotweizen kann ich nichts mit anfangen. Nee, doch nicht. Na gut. Gucken wir mal, ob das jetzt richtig ist. Gott, ist das hier. Das ist wieder so rätselhaft. Obwohl, so viel Rätsel müssen wir jetzt noch nicht. Nee, ne? Ich glaube, das ist noch nicht, wie es sein soll. Ich mach's lieber richtig, weil die da hinten hat sich ja auch mitgedreht. Die müssen wir garantiert auch dann in der richtigen Lage haben. Hä, nee, aber das kann auch nicht stimmen. Das sieht nach da hinten gut aus, aber nicht hier. Also hier macht es Sinn, da hinten halt nicht. Wir müssen ja auch auf die zweite da hinten kommen. Also eigentlich geht es von denen aus nur so, oder? Oh, noch eins sogar. Muss ich von hier da... Ach so, von da. Könnte das klappen? Müssen wir mal ausprobieren. Ich bin jetzt mal mutig. Bin ja sonst nicht. Ah nee, das ist ja viel zu hoch. Hä, yeah, von oben sah es gerade irgendwie so aus, als würde es funktionieren. Ah, von hier? Nee. Never. Ja, vielleicht von oben. Vielleicht kann ich da von oben drauf springen.
Von hier halt, ne? Ja, dann komme ich doch da hinten. Nee, nee, das ist Quatsch. Ach, guck mal, ich kann ja da hinten nochmal am Hebel drehen. Habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, dann machen wir es jetzt erstmal so. Das sieht auch falsch aus. Nee, ich weiß nicht. Irgendwie sieht das nicht so aus, als würde ich darüber kommen. Oh Gott. Ich will meinen Hüpfbräu haben. Ah! So, jetzt ist nämlich hier nochmal ein Hebel. Okay, da dreht sich das auch gut. Aber auch, dass da links auch... Nee, oh, das ist so ein Rätsel. Oh Gott, nee, da habe ich ja gar keinen Bock. Och, nö. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Oh Gott, nein, das war's. Wo bin ich jetzt? Okay, das geht noch. Aber jetzt ist das hier vorne, ist noch richtig, okay. Oh Gott. Machen wir es mal von da. Ist das jetzt nicht so gedreht? Oh Gott, jetzt habe ich gar nicht... das ist hier viel zu hoch. Warte mal. Das sieht irgendwie nicht richtig aus, ne? Oder? Ah, okay. Gleich weiter. Gar keinen Kopf machen, einfach durch. Huch. Wieder Gebäude. Ach, hier sind wir. Jetzt sind wir hier beim Tor. Und da oben haben wir eine Fackel. Wunderbar, dann laufen wir da hier gleich durch. Ich weiß, wir sind schon am Folgenende eigentlich, aber ich will das jetzt zu Ende machen. Wenn ich jetzt speichere, bringt das auch nicht viel, ne? Wir machen einfach. Wenn ich jetzt runterfalle, ist mir egal. Kann ich hier auch einfach so... Ja, muss ich mir nicht so einen Bammel machen, ne? So, dann einmal rein damit. Einmal nach oben, bitte. Dann müssten wir doch jetzt eigentlich... ich wollte schon eine Station früher aussteigen gerade. Müssten wir doch jetzt am Ziel sein, oder nicht? Hier. Na, was haben wir da? Das muss die Quelle sein, von der der Häuptling gesprochen hat. Das Leben auf Albemarle, wie wir es kennen, wird sich bald ändern. Die Gerüchte treffen zu und die Gefahr ist groß. Alle Spezies auf der Insel müssen sich versammeln und über das gemeinsame Überleben diskutieren. Kann man das Geräusch von dem Aufzug bitte aufhören? Wir mögen einander nicht besonders, aber die Bedrohung erfordert Einigkeit. Es scheint mir ein Aufruf zu einem Treffen in größerem Rahmen zu sein, aber wer ruft dazu auf und warum? Das sollte gut genug sein, um es den Tambas für ihre Forschungen zu bringen. Okay, das ging jetzt hier flott. Das hier, ne? Man hat nicht nur die Schmutzler zu einem Treffen eingeladen, sondern alle Spezies auf der Insel, denn dieses große Ereignis drohte das Leben auf Albemarle zu ändern. Sag mal, was ist denn mit dem Fahrstuhl los? Was macht der denn da die ganze Zeit? Also, ist ja furchtbar. Okay. Dann komm. Kann ich hier einfach zurückspringen? Ich glaube, ja. Okay, dann sind wir durch. Sehr schön. Dann, ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir gehen in der nächsten Folge wohl zu den Tambas. Und ja, dann schauen wir mal, was die so zu erzählen haben. Wo ist denn hier das Ding gewesen? Da. Hallo? Ja, das will ich jetzt wenigstens noch, aus der Höhle raus. Das muss ich ja nicht alleine machen. Das können wir ruhig zusammen machen. So. Ja, bin ich ja mal gespannt, was die so uns so erzählen. Ich verstehe ja sowieso nicht, warum die sich hier eigentlich alle bekriegen. Ich meine, die hatten alle ihre Dörfer und so. Warum müssen die Stämme da jetzt gegeneinander Krieg führen auf der Karte? Habe ich noch nicht so ganz durchgeblickt, warum das so ist. Wäre mal schön gewesen, so irgendwie von denen zu erfahren, warum wer miteinander nicht kann und verfeindet ist. Also, was da genau zwischen denen für Fäden am Laufen sind. Eigentlich, ja, eigentlich ungenutzt. Ein paar Storystränge, die hier noch gut hätten reingepasst, um einfach ein bisschen mehr von der Geschichte zu erfahren. Der Stämme. Naja, gut. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ja, bye, bye, schöne Welt, Albemarle. Ich gehe dann mal in den Himmel. War schön mit euch. Wie hoch geht der jetzt? Okay, das muss ich jetzt mal... Das reizen wir jetzt mal kurz noch aus am Ende. Auch schön.
Mann, schöner Bug. Hätte ich an anderen Stellen gut gebrauchen können bei so manchen Jump'n'Run-Parts. Also langsam wird es ganz schön hoch, ne? Mensch. Wenn ich jetzt laufe, fällt der runter oder laufe ich in der Luft? Das muss ich jetzt noch ausprobieren. Okay, wir fallen. Und das hat Au gemacht. Schade. Hätte sein können, wir können durch die Luft laufen. Naja, hat leider nicht funktioniert. Das wäre jetzt echt ein cooles Gimmick gewesen. Na gut. Bye bye.